Ladies and gentlemen, please welcome the great and unique Swiss Air Force PC-7 team. Wir öffnen das Programm 2010 mit einem inklinierten 60-Grad-Looping in der wertvollen Formation genannt Diamanten. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Kommen wir zur Leistung. Verlag Lilly. Bambini, Swanton Air, Liberotto. Swanton Air, pronto. Noch ein Feuerlag, Lilly. Ohne Lag. Noch ein Heblinger. Im Swanton Air von Pauch, 360 Lilly. Aber es war nicht ein Bubentraum, mal Pilot zu werden. Doch, ich glaube, das hat jeder Bube irgendwie gehabt. I think it's fascinating. Those guys are unbelievable. Ich rede am liebsten mal mit. Bambini, welcome, Liberotto. Welcome, pronto. Da wieder. Kommen noch ein bisschen mit Leistung. Bambini, Hornet, Liberotto. Hornet, pronto. So, ein bisschen Feuerlag, Lilly. Drüber flog in der Formation Hornet. Das ist das Größte, was ich je erlebt habe, weil wenn man die sieht mit der Präzision, wo die fliegen und nebeneinander, das Größte, was es gibt. Mega geil, Leute. Unglaublich! Mit den Piloten, das können fliegen, ist schon Wahnsinn, oder? So knapp über dem Boden, wenn sie daherkommen. Der Mumm von den Piloten, die da drin sitzen, das finde ich ganz toll. Wenn man so einen Sohn hat, wäre schön. Camilo, kommen noch ein bisschen mit Leistung. Bambini, Superflash, Liberato. Kommen wieder mit der Leistung. Superflash, Proton. Wir laden näher. Bambini, denkt an Kugeln. Und jetzt geht's nach Witzke. Ich bin halt einfach fasziniert von dem und komme drum da auf Zürich. I'd want to become a fighter pilot just because of that. Willst du gerne Pilotin werden? Nein, ich habe noch ein bisschen Angst. Jetzt, wenn man das so anschaut, was ist das, was einem so ein packt? Ich würde sagen, ja, Freiheit, viel von Freiheit und unbegrenzte Möglichkeiten. Jetzt ein weiteres Highlight von der Präsentation 2010. Drei verschiedene Formationen innerhalb von einzigen Kreis. Bambini, Delta, Libero, Doc.
Heidi, fahr über Livorno. Reduzieren bitte und jetzt geht's noch ins Gehen. Wir können jetzt gerade beobachten, wie sich zwei Flugzeuge vom Verband werden trennen, um sich auf die anschließende Solo-Vorführung vorzubereiten. Quella Willi, Sette und Otto Grande Doc. Noch ein Quella Willi. Guten Morgen. Vista, Bill Uno, Racket, Liberal Doc. Das PC7-Team im Überflug in der Formation Racket. Im Racket, Schöpfer. Wir warten. Ja, schauen jetzt bitte geradeaus Richtung Seebecki. Wir erwarten die Präsentationsvorführung von unseren beiden Solisten. Dann sieht man sich auch. Was ist für Sie das Faszinierendste an der Fliegerei? Dass das Flugzeug hebt, wenn man so in die Bögen geht. Ja, dass nach so Trägen machen. Also ich finde es voll krass, wenn es so voll runtergeht, so voll im freien Fall. Aber sie sind auch sehr cool, das Looping machen und alles. Das PC7-Team ist ja bekannt für seine schnellen Formationswechsel und kurzen Ablösungen. Und somit präsentiert das Team jetzt in der Formation genannt Apollo. Reduzieren auf, Quella Glili, reduzieren. Richten auf, reduzieren noch mehr und wir nehmen das auch auf. Jetzt von links, sprich aus Richtung Zürichberg, ein kurzes Intermezzo auf unserem Solist, am Hauptmann Martin Vetter, genannt DJ. Adrenalinkick, nur wenn man zuschaut, dass man denkt, yes, es geht. Oder wenn sie so runterstürzen, dass man denkt, oh nein, wenn jetzt etwas passiert. Das sind Künstler. Auf jeden Fall bin ich sehr erstaunt immer, wie die so ruhig können fliegen und exakt können fliegen. In Bangalore we have some flight shows, but not like this. Not like this, this is really nice. Du bist nicht einer von denen, der einen Bubentraum hatte, im Cockpit sitzen später? Nein. Ich wollte früher nicht mehr Papi werden. Bist du jetzt geworden? Nein. Bist du einfacher als Pilot? Uno, nove, grande, doc. Unser Solist im Anflug von links mit der sogenannten Vierzeiterrolle. Und
Diamant im Anflug in der Formation. Linie Diamant, Volk von der Rudi. Gabino. So leuchtet auf, so nach Richtigen. Links wieder mal der Weltmitte, die einmalige Spezialität vom TC7-Team, nämlich die vierfache Einzelrupin und ist halt direkt ins Kopf. Rumi Grande. Dank, 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 dank. So, jetzt bitte nach vorne rechts schauen, wo wir den attraktiven Parasolbreaker warten. Eine weitere Schönheit vom Programm 2010, der Wasserfall. Das ist der Gruß. Im Namen vom TC7-Team von unserem Solist. Früher wollte ich Heli-Pilot werden, und heute will ich TC7-Pilot werden. Wie ist das auch bei Ihnen? Ich finde es immer gut. Es ist immer etwas, das einem ein bisschen Kindheit zurückbringt. Faszinierend. Ja, dass der Mensch so gescheit ist, so intelligent und das fertig bringt, dass man hier da fliegen kann, das ist faszinierend. Ein anderes Element. Wollt ihr auch mal hinein sitzen? Ja, ja, ja. We can fly, so high. Familisphere, Livorello. Uno. Sehr pronto. Davido. Ja, Babilis gerade gilt.